Halli und hallo und willkommen zu Folge 29 von Pokémon Legenden Arceus. Wir sind in der uralten Siedlung, müssen jetzt zu Kogita und gucken mal, was sie uns jetzt zu sagen hat, wo wir alle Tafeln gefunden haben. Du hast also alle Tafeln gefunden? Ach, Volo ist natürlich auch da, der hat sich irgendwo in der Ecke versteckt. Selbstredend, ein so tüchtiges Mitglied des Forschungstrupps schafft so etwas doch mit links. Und nun, wie geht es weiter? Fällt Ihnen noch etwas zu den Tafeln ein? Sag, würdest du mir 3 Stück Holz beschaffen? Holz? Heißt das, Holz hat etwas mit diesen Tafeln zu tun? Tja, dann machst du dich wohl besser mal auf die Socken, Koneko. Sage mal, warum denn ich? Es schmerzt meinen Händlerstolz ein wenig, das zuzugeben, aber das Holz ist mir leider ausgegangen. Ja, Digga, geh halt raus zum nächsten Baum und rupf den aus. Wo ist er denn jetzt hin? Wo versteckst du Volo? Steckt der drin? Volo? Hallo? Nein, würde ich nicht. Ich möchte mir das ansehen. Das sieht mit diesen Punkten vorne dran und oben drauf, sieht das aus, als wäre das eine Form der Regis. Ich wollte gerade sagen, eine Stahlform, aber wir haben ja schon eine Stahlform. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben mit Sicherheit Holz in unserer Truhe. Wir haben ja hier draußen eine Truhe, genau. Volo ist einfach weg. Er ist einfach da und dann ist er wieder weg. Holz. Holz. Bitte sehr. Nun, hast du 3 Stück Holz beschafft? Oho, vortrefflich. Da ist er wieder. Ah, endlich, Zeit für den großen Moment. Was für ein tiefer Sinn steckt hinter dem Holz. Sie wollte sich bestimmt nur einen Tee kochen. Ein tiefer Sinn? In 3 Stück Holz? Sei doch nicht albern. Daraus will ich neue Küchenbretter anfertigen, mehr nicht. Sag ich doch. Bretter? Ich dachte, die Rede sei von Tafeln. Von steinernen Tafeln sollen sie uns erzählen. Er ist ja mal mega ungeduldig. Du lässt deine Arbeit schleifen und hast stets eine Beschwerde auf den Lippen. Ginnern von der Ginkgo-Gilde hat es sicher nicht leicht mit dir. Du jedoch hast ganze Arbeit geleistet, Koneko. Hier, als Dank für das Holz. Ach, lol. Danke. Ich glaube, ich spinne. Sie hatten die ganze Zeit eine der Tafeln, nach denen wir suchten? Ich meine, das ist ja eine der Tafeln. Eine Tafel, sagst du? Lass mich noch mal einen Blick darauf werfen. Wohl wahr, sie sieht den Tafeln in eurer Sammlung wirklich nicht unähnlich. Der ganzen Gravuren wegen war es nicht einfach, Essen darauf zu zerkleinern. Lol. Dass die Zutaten danach aber so viel besser geschmeckt haben, war bestimmt auch dem Brett zu verdanken. Oder vielmehr der Tafel. Nun, damit sollte alles gesagt sein. Was gedenkt ihr zwei nun zu tun? Von den Tafeln haben wir nun eine beträchtliche Menge zusammengesammelt. Wie geht es also weiter? Einen Handelspunkt habe ich dafür nicht, aber vielleicht sollten wir den Elysien-Tempelruinen einen Besuch abstatten. Dort lassen sich Statuen von Dialga und Palkia finden und möglicherweise noch mehr als das. Ich verstehe. Eine weitere Ausrede dafür, deine Geschäfte zu vernachlässigen und stattdessen durch Ruinen zu kriechen. Dann fort mit euch. Pah, ich wäre sowieso gegangen. Wir beide sehen uns bei den Elysien-Tempelruinen, Koneko. Alles klar. Na los, geh schon. Ich bin ebenfalls neugierig, was ihr in den Elysien-Tempelruinen entdeckt. Wir Menschen können heute von den Relikten aller... Was? Wir Menschen von heute können von den Relikten aller Mythen gewiss noch etwas lernen. Okay. Haben wir eigentlich alle Tafeln jetzt? Typenmäßig? Also wir haben die normal, Feuer, Wasser... Feuer, Wasser, Elektro, Gras, Pflanze. Warum haben die das nicht getauscht? Das nervt mich jetzt.
Eis haben wir. Also es sind, oh Gott, ich muss ja zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kampf, 8 Gift, 9 Boden, 10 Flug, 11 Psycho, 12 Stahl, 13 ist Unlicht, 14 ist Drache, 15 ist Gestein, 16 ist Käfer und 17 ist die Feentafel. Das heißt aber, es fehlt noch eine. Wir haben doch 8 Typen, 18 Typen. Welche fehlt dann noch? Fee haben wir ja jetzt bekommen. Welche Tafel fehlt? Oder habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, eine fehlt noch. Okay, wir haben Fee. Eisen. Unlicht. Drache. Stein. Käfer. Kampf. Gift. Boden. Flug, Psycho. Hä? Geist. Geist fehlt noch. Die Spuktafel fehlt noch. Die Spuktafel fehlt noch. Wir haben noch nicht die Geistertafel. Okay. Nee, bin ich dran vorbeigelaufen? Ja, natürlich. Natürlich renne ich dran vorbei. Hier sind aber nicht die Statuen von Palkia und Dialga. Die sind doch da hinten gewesen. Also da, wo ich hingerannt bin. Das hier habe ich irgendwie völlig übersehen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern schon wieder. Die fügen immer Sachen ein, die gar nicht da waren vorher. Sieh mal, Kuniko. Hä? Moment, wartet. Das sind ja Beine. Ist das Giratina? Das waren doch die Beine von Giratina. Nur halt kaputt. War das da vorher? Habe ich das nie gesehen? Als ob ich das nie gesehen habe. Das macht gar keinen Sinn. Diese Statue hier hat man kaputt und verfallen, wie sie ist, weit entfernt von den Abbildern der Pokémon Dialga und Palkia stehen lassen. Begreifst du, was wir hier zu Gesicht bekommen? Ich glaube schon. Das ist Giratina. Ha, klar weißt du sowas. Immerhin bist du die Pokémon-Bändigerin, die sogar Dialga und Palkia bezwungen hat. Diese brüchige Statue stellt einst ein Pokémon dar, das Dialga und Palkia in nichts nachstand und doch aus dieser Welt verbannt wurde. Giratina. Seiner Brutalität wegen wurde es dazu verdammt, fortan sein Dasein auf der Kehrseite unserer Welt zu fristen. Oh, da bekommen wir bestimmt die Spuktafel her, weil Giratina ist ja Drachengeist. Doch dort lauert es seither auf eine Gelegenheit, seine Fänge gegen Arceus selbst abzurichten. Nun verrate ich dir eins. Wo würde sich dieses Giratina wohl blicken lassen, um Arceus entgegenzutreten? Also es lebt ja in der Zerrwelt, dahin ist es ja verbannt worden. Dann findet man es in der Höhle der Umkehr, diesem Kobaltküstenland. Und ist das nicht dasselbe auf dem Kraterberg und im Sinnoh-Tempel? Der ist doch da oben. Volltreffer, am Ort, der dem Himmel am nächsten ist und dort, wo der Riss im Raum-Zeitgefüge sich aufgetan hat. Ha, 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 ha. Ach, die Euphorie darüber, einem Geheimnis unserer Welt so nahe zu sein, hat mir so richtig die Zunge gelöst. Ja, genau so habe ich das gerade auch dargestellt. Ganz euphorisches Lachen. Schauspielkunst nennt man das. Ich war kaum mehr als ein Dreikäse hoch, da habe ich... Der war mal ein Dreikäse hoch... Der ist ein 50 Käse hoch. Der war bestimmt nie ein 3 Käse hoch. Na egal. Da habe ich schon mit dem Schicksal gehadert, wenn ich bitterlich enttäuscht oder unglücklich war. So, wie es sicherlich jeder einmal tut. Schließlich habe ich mich dazu entschlossen, mich mit Leib und Seele meiner Neugier und meinem Ehrgeiz zu verschreiben. Mein besonderes Interesse galt schon bald den Mythen alter Geschichten und ihrer Relikten. In mir reifte nämlich ein Traum heran, weißt du?
Wenn ich herausfinden würde, wie die Welt entstand, könnte ich mit diesem Wissen vielleicht selbst eine bessere erschaffen. Ich weiß ja nicht. Irgendwie klingst du ein bisschen wie Cyrus, Flordelis. Alle, die eine neue Welt erschaffen wollen. Wollte Cyrus eine neue Welt erschaffen? Ja, Cyrus wollte, glaube ich, auch eine neue Welt erschaffen. Und Flordelis ja auch. Ich weiß ja nicht, lass das mal lieber bleiben. Wenn ich nun also die Kehrseite unserer Welt finde und dort auf jenes Kind der Gottheit stoße, das allein seiner Rage überlassen wurde. Ja, vielleicht finde ich dann noch etwas über das ehrwürdige Sinne selbst heraus. Also dann, auf zum Kraterberg. Auf zum Sinnoh-Tempel. Dialga und Palkia sind beide aus dem Riss aufgetaucht, nicht wahr? Vielleicht ist ja dort auch etwas zutage getreten, das mit den Tafeln zu tun haben könnte. Ist mir Giratinas Statue nie aufgefallen? Mir wäre doch sowas aufgefallen. Ich wäre doch nicht einfach hier dran vorbeigerannt. Lass das doch. Nie im Leben war das vorher schon da. Egal. Ach ja, wir müssen ja da hochrennen, ne? Da so hoch. Durch die Höhle durch. Ein Brocken. Haben wir uns das schon angesehen? Was haben wir denn da, falls wir es uns noch nicht angesehen haben? Wir haben einen Tobuz, einen Regigigas, ein Manaphy, ein Axanthor, ein Azois, ein... Ist das Kyogre? Von oben? Niemals. Nein, das macht gar keinen Sinn. Was ist das? Es könnte auch Heatran sein, aber es würde auch keinen Sinn machen. Na egal. Ein Raikou. Ein Darmitier, ein Salmagnus, ein Darkrai. Noch ein Raikou. Und Dressella. Ach ja, Speersäulenmusik. Oder nicht Sperrsäulenmusik, sondern die Höhle vor der Sperrsäule. Keine Ahnung, wie die nochmal hieß. Vielleicht sollten wir speichern, wenn wir gleich gegen Giratina kämpfen sollten. Habe ich überhaupt genug Bälle? Ja, ach da, 154 sollte reichen. War die Sperrsäule vorher auch schon bunt? Irgendwie kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Hier ist einfach alles kaputt. Der Tempel liegt in Trümmern. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, dass wir gegen Urdialga gekämpft haben und Urdialga alles zerstört hat? Du warst doch dabei, du standst neben mir. Seine zerbrochenen Säulen ragen wie Speere in den Himmel. Hier ist keine Spur von Giratina. Was ist da los? Ach, entschuldige, mein Verhalten muss dir seltsam vorkommen. Ja, ein bisschen sass bist du schon. Lass mich erklären, was all die Zeit über mein wahres Ziel war. Wie dein wahres Ziel? Seit ich zum Schluss gekommen bin, dass Azois tatsächlich existiert, treibt mich nur eine Sache an. Ich will einen Weg finden, es mit eigenen Augen zu sehen. Aus diesem Grund wandte ich mich an Giratina, das Azois herausfordern will, und brachte es dazu, einen Riss im Raum Zeitgefüge zu öffnen. Wait, what?
Warte, er will das machen oder er hat das gemacht? Nein, er hat das ja anscheinend gemacht, weil der Riss war ja schon da. How? Außerdem habe ich dich nach den Fragmenten dieser allumfassenden Gottheit suchen lassen, so wie es auf dem Wandbild geschrieben stand. Ja. Was? 18 Tafeln bilden die Fragmente der Gottheit. Und du besitzt 17. Wo also finden wir die letzte von ihnen? Hm? Ja, wahrscheinlich bei Giratina. Die Spuktafel. Ach, du hast die. Ach so, sag das doch. Sie ist hier. Gib sie mir. Oh, warte, er sieht ein bisschen... Warum sieht er so böse aus? Er verwandelt sich. Er ist auch ein Ninja. Wait. Hä? Hallo? Gib mir deine Tafeln, damit ich die Sammlung vervollständigen kann. Excuse me. Was? Warum ist er jetzt Jesus? Ich dachte, wir sind Jesus. Und warum sollte ich dir meine Tafeln geben? Ich habe die gefunden. Natürlich gebe ich dir nicht meine Tafeln. Was willst du eigentlich von mir? Ein bisschen cool finde ich das hier schon. Er sieht schon fancy aus. Er sieht halt aus wie Arceus. Gut, von der Seite sieht er nicht mehr fancy aus. Ich will den Drang nicht mehr unterdrücken. Ich will Arceus sehen. Ich muss es sehen. Und wenn ich ihm erst gegenüberstehe, werde ich es unterwerfen und mit seiner Macht versuchen, eine neue, bessere Welt zu erschaffen. Die Erschaffung einer neuen Welt würde natürlich bedeuten, dass die hiesige Region, wie wir sie jetzt kennen, ins Nichts zurückkehrt. Für dich, für alle Menschen, die du kennst und alle Pokémon hier wird es sein, als hättet ihr nie existiert. Und für dich? Wenn du verhindern willst, dass diese Welt erlischt, dann stell dich mir im Kampf. Warum willst du denn das? Du stirbst doch dann auch. Dir bleibt ohnehin keine Wahl, denn die Tafeln werde ich mit allen Mitteln an mich reißen. Okay. Das ist ein bisschen random. Pokémon Bändiger Volo. Heißen wir wirklich Pokémon Bändiger? Ich habe das jetzt eben erst das erste Mal gelesen. Ja, natürlich hat er ein Krüppuck. Warum haben wir kein Krüppuck? Also wir haben ein Krüppuck. Was mache ich gegen Krüppuck? Hallo Kamera. Volo, sag mal, was soll denn das? Hallo? Warum hast du denn auch noch ein Kraftfeld? Das ist alles irgendwie ein bisschen unfair. Oh, wir können uns Krüppuck von hinten ansehen. Cool. Ja, was machen wir gegen Krüppuck? Wir setzen einfach, glaube ich, ganz normal Klingenschwall ein und hoffen, dass wir es besiegen mit einem Mal. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Okay, Feigling. Okay, Lucario hat Kampfattacken. Wir haben einen Vogel. Wir haben einen Vogel. Wir haben Altair. Altair macht dich fertig mit Psycho-Attacken. Ham. Knirscher hättest du eingesetzt gegen mein Admiral? Knirscher, ehrlich, Volo? Und damit willst du die Tafeln zurückbekommen? Das ist lächerlich. Irgendwie ist die Kampfmusik viel zu leise und viel zu fröhlich. Ein Stein. Gegen einen Stein will ich nicht kämpfen. Ja, Wasser, ne? Hat ja eine Vierfachschwäche gegen Wasser. Setzt jetzt bestimmt Donnerzahn ein, mit Sicherheit, und wir sterben. Ja, machen wir mal so. Genau, perfekt. Roserade, da haben wir ja auch hier Eis gegen, aber wir setzen trotzdem einmal Arcani ein. Wo haben wir es? Ivao. Der hat dieselben Pokémon wie Cynthia. Also Cynthia hat ja auch Krüppuck, Roserade, Lucario und so weiter. Und wahrscheinlich hat er auch einen Togekiss und einen Milotic. Ein Knackrack.
Genau, da ist es, aber wir haben auch einen Knackrack. Haben wir einen Knackrack? Ja, wir haben einen Knackrack. Wir haben Seidon. Unseres ist auch viel cooler. Da haben wir das Togekiss. Wen haben wir noch gar nicht eingesetzt? Lucy und Inari haben wir noch gar nicht eingesetzt. Die kommen jetzt dran. Lucy kommt jetzt. Ich weiß nicht, was Lucy gegen Togekiss einsetzen soll, aber Lucy kommt jetzt dran. Da fehlt nur noch Inari. Das macht dann Krippuk fertig. Irgendwas wird Lucy gegen Togekiss schon ausrichten können. Es hat ja einen starken Angriff. So, was machen wir? Ruckzuckhieb. Erstmal gucken, wie viel Schaden es überhaupt macht. Gar nichts. Gut. Weiß ich nicht, ob Laubklinge so viel bringt. Können ja auch einmal Gedankengut einsetzen. Ja, machen wir so. Okay. Vielleicht können wir nicht komplett mit Lucy kämpfen, einfach weil Lucy ansonsten vorher stirbt. War ein bisschen nicht so überdacht mit meiner Teamauswahl. Aua, das macht mich traurig. Ich hätte gerne mit Lucy jetzt Togekiss besiegt. Haben wir überhaupt was, womit wir Togekiss besiegen können? Wir haben ja Giftattacken. Huch. Dann besiegt Lucy eben Krippuk, wenn es sein muss. So, hier. Matschbombe einmal. Müsste reichen. Ja, natürlich setzt er Top-Genesung ein, aber weißt du was? Das können wir auch. Wenn wir eins hätten. Wir haben natürlich keins. Oh, dann setzen wir halt Hypertrank ein, ne? Denn ich möchte, dass Lucy auch ein Pokémon besiegt. Ich möchte, dass jeder ein Pokémon besiegt hat. Mindestens. Ich möchte nicht, dass Lucy am Ende traurig ist, weil Lucy gar nichts machen konnte. Und ich, ein Krippuk sollte Lucy ja besiegen können. Ja, perfekt. Gut, wir haben Volo ganz einfach besiegt. War viel einfacher als gegen Cynthia zu kämpfen. Aber gut, unsere Pokémon waren auch alle Level 100. Ja, lol. Ich verstehe es nicht. Wieso genießt ausgerechnet du den Segen von Arceus? Kann ich ihn bitte umarmen? Ich möchte ihn bitte umarmen. Warum? Warum? Niemand hat sich Arceus so sehr hingegeben wie ich. Niemand hat die alten Mythen des Schöpfers unserer Welt so eifrig erforscht wie ich. Fremde, bist du für diesen Moment aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen? Nenn mich nicht Fremde. Nein, nein, das ist noch nicht vorbei. Kannst du sie spüren? Die unheimliche Präsenz, die die Tiefen deines Herzens gefrieren lässt? Sein Gesicht. Oh Gott. Giratina, erledige sie! Hey, er hat mich gar nicht geheilt. Was bist du denn für ein scheiß Rivale, der mich gar nicht heilt? Dreck. Okay. Das bringt nichts.
dann halt... Aber wir machen das mit derselben Taktik wie vorher. Wir setzen Ivau ein und greifen mit... Können wir es überhaupt fangen? Wir können es gar nicht fangen. Ich muss es bekämpfen. Okay, ich dachte, ich kann es fangen. Gut, dann kann ich es auch angreifen. Dann kann ich auch das hier machen. Ich hätte die Tempotechnik einsetzen sollen. Ich dachte, ich kann es fangen. Es hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, dass ich es nicht fangen kann. Bäm, Aurasphäre. Aber wir haben Laubklinge. Ey, das bringt ja gar nichts. Dann halt nochmal. Okay, vielleicht sollten wir Geistattacken einsetzen oder Drachenattacken. Ja, du mit deiner Aurasphäre. Setz was Cooles ein. Setz, was war Giratinas Attacke? Schemenkraft? Hallo? War Giratinas Spezialattacke Schemenkraft? Ja, Giratina auch besiegt. Hätte ich gern gefangen, aber naja, vielleicht kriegen wir es ja noch. Bestimmt müssen wir es dann in der Höhle der Umkehr finden. Oh, was macht es jetzt? Zweite Phase, let's go. Ja, die Urform. Okay, dann halt nochmal. Wer hätte gerechnet, dass es in einem Pokémon-Spiel eine zweite Phase gibt? Ich nicht. Gab es bestimmt so in Pokémon Stadium oder Kolosseum, was ich da nie gespielt habe. Aber so, zwei Attacken und Giratina ist wieder down. Hätte ich es jetzt fangen können? Fuck, hätte ich es jetzt fangen können? Ich habe nicht drauf geachtet. Nein, wahrscheinlich nicht. Warum hätte ich es jetzt fangen sollen? Diesmal hast du es geschafft, Giratina zu besiegen. Danke. Du fliehst vor diesem Menschen erbärmlich. Dabei habe ich dir die Kräfte verliehen, um dich Arceus entgegenzustellen. Ich habe dafür gesorgt, dass du das Raum-Zeitgefüge zerreißen konntest. Alles, um die Herrscher über Raum und Zeit in den Wahnsinn zu treiben und so die Schöpfergottheit hervorzulocken. Warum? Wie kann das sein? Allmächtiges Arceus, wenn du ein Herz hast, dann antworte mir. Fließt nicht das Blut aller... Ne? Fließt nicht das Blut der alten Sinuaner durch meine Adern? Was an mir entspricht nicht deinen Erwartungen? Bist du etwa nicht der Meinung, dass diese Welt neu erschaffen werden muss? Ich kann diese unbeantworteten Fragen nicht ertragen. Meine Neugier muss befriedigt werden. Sag, Kuniko, hast du auch Träume, die dich antreiben? Habe ich Träume? Ich habe... Mein nächstes Goal ist... Ich hätte gern zwei Katzen. Das ist mein Traum. Du hast also Träume. Ich bin mir sicher, dass ich meine Träume nicht mit deinen vergleichen lassen. Ich bin ein Pokémon-Bändiger, du aber kämpfst an der Seite deiner Pokémon. Am Ende stehe ich hier allein, du jedoch nicht. Du wirst deine Träume zusammen mit Pokémon in Erfüllung gehen lassen. Diese Tafel habe ich von Giratina erhalten. Mit ihr hat meine Geschichte begonnen. Doch mit meiner Niederlage gegen dich nimmt sie nun ein Ende. Deshalb sollst du diese Tafel haben. Danke. Damit hast du nun alle Tafeln, die in Hisui existieren sollen. Und eine magische Flöte. Geil, eine Ocarina. Deine Elysienflöte hat sich in die Azurflöte verwandelt. Ach lol, stimmt ja, die gab es ja noch. Damals nicht, die sollte es ja geben, aber es gab sie ja nie. Sieht aus wie ein Gufa, aber okay. Das Schicksal ist grausam. Du sollst also die Azurflöte bekommen. Das bedeutet wohl, dass Arceus dich treffen möchte. Es hat dich auserwählt.
Ob es dich deshalb in diese Welt gebracht hat? Pah! Ich werde bestimmt nicht dastehen und zusehen, wie mein lang gehegter Traum für dich in Erfüllung geht. Und noch weniger werde ich akzeptieren, dass du Arceus womöglich noch im Kampf besiegst. Eines Tages werde ich Rätsel der Mythen von Hesio lösen und dann werde ich Arceus endlich gegenüberstehen. Ja, ich werde es dazu bringen, sich mir zu unterwerfen. Egal, ob es 10, 100 oder 1000 Jahre dauert. Oh, wo geht er hin? Ich will nicht, dass er geht. Ich mochte ihn. Sad. Arceus? Das verehrte Pokémon. Okay, es geht immer noch weiter. Krass. Begegne allen Pokémon und spiele dann am Altar des Sinnoh-Tempels auf deiner Flöte. Ja, das haben wir ja eigentlich mehr oder weniger getan. Wir haben ja eigentlich alle... Wo ist der Pokédex? Hier, was hat... Warum hat das Kraterberg Hochland so ein Zeichen? Das check ich nicht. Haben wir alle Nee, wir haben auch nicht alle Pokédex-Einträge vervollständigt. Das dachte ich jetzt, aber es hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Warum hat das Kraterberg Hochland so ein Zeichen, weil wir da gerade sind? Das ist mir nie aufgefallen. Okay, wir haben aber... ja gut, registriert und gefangen. Gut, wir haben Giratina jetzt natürlich nicht gefangen. Ich speichere einfach mal und wir gucken, was passiert. Ja, möchte ich gerne. Schön, das war die Musik, die am Anfang von Diamant und Perl kommt. Nichts geschieht, okay. Dann fehlen uns wohl noch Pokémon. Wahrscheinlich Giratina. Arceus Phone. Begegne allen Pokémon. Ja, danke. Danke für den Tipp. Sagst nur bitte welche. Okay. Nee, wir wollen ganz zurück. Wir gehen jetzt mal zur Hülle der Umkehr und gucken, was da abgeht. Hallo? Ich würde sagen, ein langer, dunkler Bildschirm heißt hier immer Cutscene. Koneko! Hast du schon gehört? Im Kobaltküstenland soll ein großer Schatten aufgetaucht und dann wieder verschwunden sein. Koneko, was ist passiert, nachdem du mit Volo zum Sinnoh-Tempel gegangen bist? Verstehe. Der Schatten im Kobaltküstenland ist vermutlich das Pokémon, das auf die Kehrseite unserer Welt vertrieben wurde. Giratina. Wir sollten Nachforschungen anstellen. Das Kobaltküstenland ist aber ziemlich groß. Wisst ihr denn, wo die Suche beginnen soll? Ja, weiß ich doch. Ach, das ist eine Nebenmission? Ach ja, die Hauptmission ist Arceus. Wait, da war noch eine Nebenmission. Hä? Wo ist die Nebenmission? Bei 91 war es, glaube ich. Ja, Giratinas Verbleib. Okay, aber ich möchte gucken, was da hinten, was es da Neues gibt. Wer hätte gedacht, dass es noch mehr Nebenmissionen gibt? Bestimmt auf dem Klemmbrett. Nee, natürlich noch eine Cutscene. Was passiert jetzt? Kogita, was machst du hier? Ich habe gerade erfahren, was Volo getan hat. Er ist es nicht wert, auch nur einen weiteren Gedanken an ihn zu spenden. Oha. Ich meine, ja gut, er ist ein bisschen crazy jetzt gewesen, aber ich mochte ihn. An ihm sieht man, was passiert, wenn man sich zu sehr in etwas hineinsteigert. Mehr gibt es dann nicht zu sagen. Erzähl mir lieber von dir. Wie läuft es denn mit deiner Erforschung der Pokémon? Ziemlich gut. Verstehe. Hisuel hält in Sachen Pokémon jedenfalls noch eine Menge Überraschungen für dich bereit.
Habe ich deine Neugierde geweckt? Von welchen Pokémon soll ich dir erzählen? Von Boreos. Boreos mag ich am liebsten von den dreien. Boreos ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei heftige Stürme erzeugt. Wenn im weißen Frostland ein Schneesturm wütet, könntest du ihm vielleicht begegnen. Okay, Voltolos. Voltolos ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei Blitze vom Himmel regnen lässt. Wenn es im Koboldküstenland stark regnet, könntest du ihm vielleicht begegnen. Und Demeteros. Demeteros ist ein Pokémon, das man auch den Herrn des Ackerbaus nennt. Man scheint ihm im Obsidian-Grasland begegnen zu können. Vielleicht gelingt es dir ja, es dort zu fangen. Verstehe. Ich frage mich, ob ihr Erscheinen eine Reaktion auf den Riss in Raumzeitgefüge ist oder ob sie sich nur aus einer Laune heraus hier zeigen. Dass sie die Stürme entfachen und Blitze vom Himmel regnen lassen, mag für dich so klingen, als wären diese Pokémon eine Plage. Doch für die Natur sind sie unerlässlich. Falls du noch mehr über sie erfahren möchtest, schlage ich vor, dass du sie selbst erforscht. Wenn du die Pokédex-Einträge von Demeteros, Boreos und Voltolos vervollständigt hast, dann schau bitte erneut bei mir vorbei. Ah, oh, wenn es sein muss. Ich hasse es, Pokédex-Einträge zu vervollständigen. Alrighty. Was haben wir hier noch? Ach, gar nichts, ne? Okay, achso, Kugitas Mission war die. Alles klar. Damit hätten wir Giratina und diese beiden. Aber ich möchte jetzt erstmal Giratina fangen. Was wir auch noch unbedingt machen müssen, ist unser Forschungslevel auf Level 10 bringen. Dafür muss ich noch Pokédex-Einträge vervollständigen. Und wir wollen einfach mal gucken, ob wir hier jetzt einmal eine neue Sache kaufen können für unser Rotom. Nein, leider nicht. Ändert sich das jeden Tag? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwelche Items, die ich nicht brauche? Ach ja, speichern. Speichern ist eine gute Sache. So, Höhle der Umkehr war hier. Und zwar der. Hallo, wo steht mir nicht alle im Wege rum? Ach so, stimmt ja, die war ja da drin, wo wir nicht rein können, wo wir erst einmal waren. Nee. Ich will das. Gar keinen Sinn gemacht schon wieder. Okay. Und speichern. Und Giratina fangen. Let's go. Ich hoffe, Giratina ist kein Arschloch zu mir, so wie alle anderen immer. Müssen wir Rätsel lösen? Nee, müssen wir nicht. Okay, sieht so aus, als könnten wir es ganz normal bekämpfen. Es sieht auch so aus, als würde es uns gar nicht tun wollen. Sieht ganz nett aus. Hallo. Möchte mein Freund sein? Das ist wohl ein Nein. Hallo. Ach ja, Taktik. Hier hätten wir auch gleich nach vorne bringen können, unser Ivao. Und Donnerzahn. Aua. Und Donnerzahn. Sehr gut. Und Flammenwurf.
Hier, wir müssen es... Ach, jetzt brennt es auch noch. Scheiße. Das war nicht geplant. Warum kann es denn paralysiert, also brennen, wenn es paralysiert ist? Okay, dann halt so. Hoffen wir, dass die Verbrennung irgendwann wieder aufgehoben ist oder wir es vorher fangen. Sieht sehr gut aus. Ja, easy. Mensch. Wenn alles so einfach wäre, wie Giratina zu fangen. Was Funkelndes? Achso, Platinumkristall. Cool. Ach ja, der sieht schön aus. Ist hier noch was? Nö. Okay. Ja, dann hätten wir noch... Achso, ja, Laven ist bei beiden Seiten. Ich wundere mich immer, warum zweimal das Ding angezeigt wird, aber Laven wartet ja überall. Okay, hallo. Schau, was ich habe. Volo ist allein zurückgekehrt und hat mir alles erzählt. Anscheinend erkannte Giratina, dass es denen nicht gewachsen ist und beschloss daraufhin, Hisui zu beschützen. Volo will, dass wir es erforschen und den Pokédex registrieren. Warum hören wir denn jetzt auf das, was Volo sagt? Ich verstehe das alles nicht. Bevor er verschwand, sagte er, dass wir ihn wohl nie wiedersehen werden. Oha. Ich glaube, er hatte sich sehr auf die Vervollständigung des Pokédex gefreut. Ja. Volo, warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? So, wo ist, wo sind die... Das verehrte Pokémon? Achso, Arceus. Die anderen... Warum steht denn da nicht mehr? Warum steht denn dann nicht mehr, wo ich hin muss? Ich will das nicht. Ich habe mir das doch nicht gemerkt. Eins war im Obsidian-Grasland. Boreos war im Schnee. Da, wo Schnee ist, da ist Boreos. So, ich will ins Dorf zurück. Dann will ich erstmal das wegpacken und dann will ich zum Schnee. Ich möchte gegen Boreos kämpfen und fangen. Schnee, da. Und bevor ich das mache, gehe ich aber erstmal gleich auf Toilette. So, und wir brauchen ja einen Schneesturm. Also vielleicht hätte ich auch bis morgens oder so machen sollen und nicht nur kurz. Kurz ändert, glaube ich, nicht das Wetter. Ich mache das jetzt mal, bis Schneesturm kommt. Gut, das ist, glaube ich, ein Schneesturm. Das ist jetzt das zweite Mal gewesen. Dann gucken wir mal, wo wir hier einen Boreos finden. Sind die in ihrer Tierform? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, es wird auch nicht irgendwo rumfliegen. Ist das ein Shiny? Ach nein, das ist Boreos. Ach, witzig. Möchte bitte Boreos gleich angreifen. Hallo? Au! Was ist hier los? Hallo? Wait, das ist ein Shiny. Hey, da ist so Glitzer oben neben dem Ding. Das ist ein Shiny, das habe ich gar nicht erkannt. Aber es ist doch ein Shiny, oder sehe ich das falsch? Nein, es muss ein sein. Es hat ja oben diese Glitzerdinger neben. Hätte es mich jetzt nicht angegriffen, dann hätte ich dieses Shiny verpasst. Danke. Okay. Das ist aber ein Fürnontor. Wir wollten ganz gern Boreos. Okay, komm her. Let's go! Ey, 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 ey! Nicht witzig! Hallo? Oh nein, muss ich das machen wie bei Hertran? Hallo? Aua! Mach das doch nicht! Du bist voll schnell!
Hallo? Nicht lustig. Ich renne natürlich voll rein auch. Warum gibt es eigentlich keine Items, um mich selber zu heilen? Voll daneben. Man kann ja auch zielen, aber das benutze ich natürlich nicht. Weil ich richtig schlau bin. Deswegen, Alter, wenn mich Phönotorn jetzt angreift und ich davon sterbe, heul ich. Warum ist denn das so schnell? Ey! Getroffen? Nee, natürlich nicht. Ja, voll reingerannt, natürlich. Geil. Tot. Nice. Was verliere ich? Verkrafte ich das? Ah, gerade so. Ist das hier noch ein Schneesturm? Das ist, glaube ich, nur Schnee, kein Schneesturm. Brauche ich hier doch bestimmt so Lehmbälle, so wie letztes Mal. Bei Heatran. Haben wir sowas? Ja. Ist es jetzt noch da? Ich glaube, das ist kein Schneesturm mehr jetzt. Ich glaube, das ist nur noch Schnee. Hätte ich mal gespeichert. Deswegen, Leute, sage ich immer speichern. Speichert so oft ihr könnt. Ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Okay, dann halt wieder zurück. Und ich mache das jetzt nochmal. Ja, das sieht schon wieder mehr nach Schneesturm aus. Glaube ich. Hier, wir wollten das hier. Das habe ich geholt. Nein. Wo habe ich den Boreos eben gefunden? Ach, da ist es ja. Warum zählt das nicht? Unfair. Ich habe es doch 30 Mal getroffen. Hätte ich es jetzt abwerfen sollen mit dem Pokéball? Ich dachte, man muss es jetzt treffen. Bin genervt. Nicht reinrennen. Ah, okay. Gut, geschafft. Wir dürfen es nur nicht besiegen. Donnerzahn ist natürlich effektiv. Können wir... Ey! Ja, dann halt... Stup. Ich kann ja keinen Donnerzahn jetzt einsetzen. Kann ich Donnerzahn einsetzen? In der Tempotechnik vielleicht. Kann ich Donnerzahn einsetzen? Bitte töte es nicht. Mach die Augen zu, damit ich es nicht sehe. Okay. Es lebt noch. Gut. Es ist nicht paralysiert, aber es ist wenigstens im roten Bereich. Sieht gut aus. Ja, geschafft. Okay, Boreos haben wir schon mal. Cool. Dann, eins war im Grasland. Ich weiß nicht mehr welches. Ach ja, ich kann ja fliegen. Das andere weiß ich gar nicht mehr. War das im Sumpfland? Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, das wird gespeichert.
Am Grasland. Gibt es hier besondere Sachen? Ich meine, Voltulos war mit Regen. Demoteros weiß ich gar nicht mehr. Ist da aus dem Grund... wo ist da? Achso, nein, das war mein Pin. Bei Dingensens. Okay, dann fliegen wir mal umher und gucken, ob wir Demeteros finden. Weil Voltulos war hier, glaube ich, nicht. Ich meine, hier war Demeteros. Wo würde ein Demeteros sich hier aufhalten? Warum sieht er mich denn noch? Ich wollte gerade sagen, macht gar keinen Sinn, dass er mich noch sieht. Boreos haben wir ja relativ am Anfang gefunden. Ich glaube aber nicht, dass beide am Anfang immer da sind. Oder alle drei am Anfang da sind. Was für hier geht's nicht weiter, hier geht's doch zum See, oder nicht? Das? Achso, Glitzersteine. Ja, Panferno. Kann es ja nur noch im Wald sein. Gar keine Lust, im Wald umherzulaufen und Steine zu werfen. Hier ist es nicht, weil ich keine Lust habe, so lange zu suchen und ich ein bisschen frech bin, google ich das jetzt. Okay, tatsächlich sollen wir zur Hamanaso-Insel fliegen, da habe ich es zwar nicht gesehen, aber okay. Und ich habe unter anderem auch gelesen, dass wir
Talismane benutzen sollten, die ich noch nie benutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, damit wir mehr Treffer einstecken können in der Overworld. Habe ich jetzt nicht drin. Wir sterben ja sowieso nie. Also wir lassen uns ja eh nicht treffen, von daher. Da ist Panferno. Ach, da ist es. Ich hab's irgendwie nicht gesehen. Wollte mich eigentlich auch klein machen. Aber es hat mich schon gemerkt, ne? Naja. Oder? Nee, hat's gar nicht. Hier, friss den Flügelball. Hallo. Nicht bewegen. Hallo. Hallo. Ich hasse es zu zielen. Hab ich getroffen? Nee, ne? Digga, ich hasse auch dieses... Hab's getroffen. Jetzt hasst es mich. Oh, nein, ich wollte nicht fliegen. Jetzt sterbe ich wieder. Was wollte ich? Hier. Komm, Bro. Oh, nein. Lass mich. Komm nicht, Bro. Ich hab dich doch getroffen. Hab ihn doch getroffen. Ihr habt's alle gesehen. Hab ihn getroffen. Aua. Ey. Bin gar nicht da. Hätte weiterschleichen sollen, ne? Hätte ich weiterschleichen sollen? Ja, hätte ich vielleicht. Ach, das passt schon so. Nein, ich wollte... Aua! Das war ohne Vorwarnung, aber. Ah, okay. Vorbei mit mir. Vorbei mit mir. Schon wieder nicht gespeichert. Ha. Au. Das sind viele Pokébälle. Hey, da fehlt irgendwas. Okay, nochmal. Wo ist sie da? Ja, der war doch hier. Ach, da hinten. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Ei! Warum greift mich der Rest auch an? Nicht nett. Warum schleiche ich? Ich hasse es, wenn Pokémon brüllen. Das hat mich in Monster Hunter schon genervt, wenn das passiert ist. Okay, wir haben Demeteros, mehr oder weniger. Ach ja, das ist Typ Boden. Was machen wir?
Ja. Bitte stirb nicht. Danke. Nett von dir. Und, nochmal. Bitte stirb nicht. Ich mach die Augen zu. Okay, gut. Dann fangen wir es mal. Gut, den Meteoros haben wir auch. Fehlt uns ja nur noch Boreos. Aber nicht mehr in dieser Folge. Denn in dieser Folge haben wir schon zu viel erlebt. Und ich muss noch aufräumen zu Hause. Weil ich morgen Besuch bekomme. Hallo, ey! Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ach so, und vielen Dank fürs Zusehen. Goodbye.